Also jetzt probieren wir es mal. Naja, das ist gut. Ja? Mhm. Oh, lecker. Brutal süß. Oh, da sind sie ja schon. Ah. So, hallo. Hast du schon angefangen? Ja, aber das ist da, Regina hat schon angefangen. Guck. Das ist die Adresse, oder was? Ja, genau. Ah, okay. So, hallo und herzlich willkommen bei Midgardsmesser. Wie ihr seht, sind wir schon mit Wikingerblut um die Ecke gegangen. Mhm. Schmeckt voll lecker, ne? Mhm. Schmeckt schon sehr gut. Also, endlich haben wir es geschafft. Unser hauseigener Met ist am Start. Ne? Die Regina zeigt das mal. Der schmeckt wirklich lecker, gell? Ja. Mein lieber Mann, du. Wir haben natürlich schon davor schon eine Flasche getrunken, deswegen das Video darf man jetzt nicht mehr so ernst nehmen. Also, erstmal, wir haben lange gebraucht, um das Päckchen zu schnüren, weil wir sind am Anfang ein bisschen betrogen worden. Wir haben mit jemandem wollten wir dieses Projekt machen. Das waren die Flaschen da oben, oder? Nein, nein, nein. Und da war es aber dann so, dass wir sehr viel Geld bezahlt haben für viele Flaschen und haben dann aber keine Ware gekriegt. Das ist dann praktisch, hat damit geendet, dass wir eine Anzeige wegen Betrug machen mussten. Und deswegen musstet ihr jetzt leider auf euren Met etwas länger warten. Jetzt haben wir natürlich regional eingekauft, oder das hätten wir auch so gemacht oder versucht. Jetzt haben wir regional eingekauft und bedanken uns erstmal hier bei der Susanne Meyer, du hast wirklich das geilste Gesöff am Start, was man für kleines Geld kriegen kann. Wirklich sehr lecker. Und die Susanne Meyer ist von Naturmeyer, hat auch eine eigene Webseite, die blende ich unten dann nochmal ein. Die haben auch andere leckere Sachen, wo ihr noch reinschauen könnt. Ja? Und die hat uns das jetzt ermöglicht. Also wir haben jetzt einen unendlichen Strom an Wikingerblut zur Verfügung. Es wird so sein... Wir werden die Flaschen verkaufen. Ich glaube, sie sind gerade im Shop für 15 Euro. Und die packt ihr euch einfach mit in den Einkaufswagen rein. Und später ist dann auch mal geplant, wenn jemand bei einem Warenkorb Betrag von, ich weiß nicht, Summe X ist, dass er eine Flasche gratis bekommt. Ja? Da sind wir aber noch am Shop am Probieren, weil gerade aktuell ist es so, dass wir den Shop umstellen, dass wir in 6 bis 8 Wochen einen nagelneuen Shop auf die Beine gestellt haben. Und da wird dann hoffentlich alles funktionieren, dass zum Beispiel das Schätzchen hier mit dem Warenkorb liegt, wenn ihr, sag ich mal, über 250 Euro eingekauft habt. Gratis? Gratis, ja, ja. Das müssen wir auch noch hinkriegen. Ja, das ist geil, wa? Das musst du nämlich so einspielen. Lass uns nochmal Prost machen kurz, dann bin ich sowieso nachher besoffen. Ja, wie viel Prozent hat das überhaupt? Oh. Also ich habe gelesen, 6%. Ja. Also man kann gut alleine eine Flasche trinken, ohne richtig besoffen zu sein. Bei 2 Flaschen wird es bei mir schon eng. Also ich glaube, ich schaffe es ja sowieso nur eine. Bei einer Flasche schon eng. Also wie gesagt, ab sofort im Shop. Ist ein sehr süßer Met, sage ich mal, auf Kirschbasis. Also es ist ja eigentlich so ein Likör, oder? Was ist ein Likör? Nein, es ist Met. Ja, aber nein, kann es ist kein Likör. Nein, es ist kein Likör. Nein. Honig, das ist Honig. Es ist schon ein bisschen dick, das ist Honig-Kirschwein, sage ich mal. Schmeckt auch sehr nach Honig und sehr nach Kirsch. Das ist wirklich geil, geiler Geschmack. So wie er früher gemacht wurde, wie die Wikinger das auch gemacht haben. Also da ist auch nicht viel anderer Müll drin, wie man sonst immer so in den Flaschen drin hat. Hier 1000 Konservierungsstoffe und ich weiß nicht, was alles für ein Rotz. Das ist also schon ein Naturprodukt. Wie gesagt, deswegen Naturmeyer. Hier, ich zeige noch mal kurz die Adresse, damit ihr es auch seht. Guck mal hier. Ja. Haben wir kurz besoffen vom Karton abgerissen. Also wir haben die nämlich kennengelernt in Aach, mein Mann und ich. Ja. Und haben uns an ihrem Stand so durchgesoffen. Ja. Eine total süße Frau. Daher kam das. Ja, genau. Und deswegen... Also ein regionales Produkt. Ja, regional eingekauftes Produkt, würde ich mal sagen. Sie kauft das auch woanders ein, glaube ich, aber die machen das dann irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es wenigstens ein deutsches Produkt, aus Deutschland hergestellt. Und das ist jetzt eure eigene Geschmackssorte oder wie läuft das jetzt? Das ist jetzt eigentlich für uns extra gemacht, sage ich mal. Und die habt ihr euch durchprobiert? Die hat auch ein Wikingerblut, klar, aber das hat dann nicht so ein schönes Midgardsmesser-Etikett, ne? Auf jeden Fall, nee, ist extra für uns abgefüllt und wie gesagt, ist wirklich was Besonderes, richtig geiles Zeug. Wer gerne Met trinkt, kommt da nicht drum rum. So. Nicht gerne trinkt es dann gern. So. Genau, es ist wirklich sehr süßlich und ich bin ja wirklich kein Alkoholtrinker. Ich mag überhaupt keinen Alkohol, ich trinke kein Bier, ich trinke auch keinen Wein. Meine Frau hat mich jetzt abhängig gemacht mit Aperol. Nee, wie heißt das andere Gesetz? Nicht Aperol. Hugo Spritz. Ja.
Das heißt auch nicht Hugo Spritz, Aperol Spritz oder Hugo. Ja, ja. Ja. Damit wurde ich jetzt ein bisschen angefüttert und in die Alkoholszene eingeführt, genau, sage ich mal. Aber ich selber trinke nicht so viel, aber da kann man gerne mal so ein Fläschchen am Abend trinken. Wobei ich weiß, ist man bei einer Flasche am Abend schon Alkoholiker? Nein. Ja. Also Wasser nicht. Ja, ja, okay. So, gut. Jetzt kommen wir erstmal zu dem wichtigen Punkt, den wir heute noch haben. Med ist klar, könnt ihr ab sofort bestellen. Kein Problem. Schmeckt wirklich lecker. Also, dann haben wir jetzt endlich das Produkt fertig bekommen. Goodie vom Poppel. Ja. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Jetzt hast du es mal richtig gesprochen. Goodie vom Poppel. Ich wiederhole es nochmal. Früher hast du es falsch gesprochen. Ja, ja, gut. Ich lache vielleicht schon ein bisschen. Goodie vom Poppel, genau. Ja. Da haben wir jetzt endlich die Eastwood Tiger da. Tanto. Und so sehen die guten Stücke aus. Der bei dir so langsam raus, den kann man doch richtig schön aufschleudern. Ja, ja, den kann man. Was haben wir jetzt, 6 oder 7 mm? Ich vergesse immer. 7 mm, also ja, das ist eine richtig fette Klinge. Und so sieht das aus, schöner Titangriff mit einem richtig geilen Muster. Das ist jetzt Bronze? Das ist jetzt die Bronze-Version, das ist die silberne Version und dann haben wir noch eine blaue Version. Ich lege sie mal alle neben drei auf die Hand, damit ihr das mal sehen könnt. So sieht das aus. Hier sieht man auch, das Bronze ist ein bisschen bronzig, so dezent. Ja, ich finde das ein bisschen dunkler wie das Grau eigentlich. Ja, ist dunkler wie das Grau, so einen leichten Bronze-Touch. Das wollten wir extra so haben, weil ich finde das nicht schön, wenn das so super bronzig aussieht. Ja, das sieht dann nicht mehr aus wie Titan. Ja, hier haben wir schöne blaue Schrauben drin. Und wie ihr seht, die Klinge ist richtig fett, ja, also 6 mm dick. Stahl ist N690 aktuell. Ich dachte 7. Nein, nein, 6 mm. Dann haben wir hinten so ein verstecktes Lanyard-Loch noch. Na? Wie man da sieht, hier haben wir wieder Chimpings auf den Chimpings. Flippt wie Sau das Ding. Und hier haben wir auch nochmal Chimpings drauf. Wir haben einen richtig geilen Titan-Clip. Und der hat jetzt hier sogar noch blaue Hardware drin, sage ich mal. Ist ein bisschen aufwendiger gemacht. Und die Messer sind natürlich streng limitiert auf 150 Stück pro Farbe. Pro Farbe. Wir werden keine Wiederholung machen. Ja, 7 haben wir. 6 mm. Ja. Wir werden keine Wiederholung machen bei den Messern. Es wird bei diesen 3x150 Stück bleiben. Wir haben sie nicht nummeriert, also lasst euch davon nicht täuschen. Es wird keine Wiederholung geben. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Und es gibt kein... Es wird, wir machen sie nicht nochmal. Ja? Ist doch 7. Wirklich? 7 mm, nicht 7 6. Sogar, leck mich auch. Schau an. Du nochmal nach. Schau ich aber auch nochmal nach. Das ist eben ein bisschen das Problem das gewesen. Der Dirk gut. Wollte natürlich eine spezielle Edition haben von dem Eastwood Tiger. Nein, es ist... Ja, guck mal weiter, guck mal hinten am Anschlag. Nein, das ist, wir haben es in 6 bestellt und wir haben 6,2, würde ich sagen. Also ist ein bisschen drüber. Jetzt hole ich aber die Schieblehre, jetzt will ich es aber genau wissen. Auch wissen. So, komm, wir holen mal die Schieblehre, ich bin gleich wieder da. Weil der Richard, erzählt mal so lang was über die Entstehungsgeschichte von dem Messer. Ja, also die Entstehungsgeschichte war an der IWA dieses Jahr, im März 2024. Da haben wir ja den Goodie mit angeschleppt, weil wir machen ja sehr viel mit Goodie und Fox. Da kommt ja demnächst dann noch auch wieder neue Modelle, das Bullet und das Gitano. Neu, als neues Modell. Das Modell haben wir ja schon länger am Laufen, am Start, mit Fox gemeinsam, aber mit einer 4 mm Klinge. Und ja, und dann hat natürlich der Dirk mal schnell eine Klinge gezeichnet. Also, wie viel haben wir jetzt da? 6,1. Da hast du aber ein gutes Auge, du. Ja, wusste ich doch. Ich habe es doch in 6 bestellt. 6. Sieht aber dicker aus, ja. So, erzähl mal weiter. Und ja, und dann hat der neben Dirk hat es sehr gut gefallen, aber er sagte, man könnte das ein bisschen schnittiger machen, die Klinge zu dem runden Griff. Und dann kam halt dieses, hast du doch schon mehr als eine Flasche getrunken. Ja, ja, ich weiß nicht. Und dann kam eben dieses Midgards Goodie vom Poppel Eastwood Tiger raus mit der Klingenform Tanto. Und es hat jedem, er hat es einfach mal so gezeichnet hier auf der IWA. Es hat dann jedem sehr gut, sehr schnell gefallen und dann haben wir den Entschluss gefasst, eben doch da, sag ich mal, spontan so ein neues Modell zu produzieren oder eine Variante von dem Eastwood Tiger zu produzieren. Ja. Es gibt ja die Eastwood Tiger mit G10, mit Mikata, mit Titan, mit Carbon, mit Holz. Mhm. Soll ich mal ein Original Eastwood Tiger zeigen, dass man mal den Unterschied sieht? Kannst du mal zeigen, bei mir sind ja genug drin. Hast du noch welche im Shop ja, von den hier jetzt da, ja, ja, wir haben noch welche im Shop. Da gibt es dann die Varianten nur für von TFG oder die Varianten halt nur von Fox, die wir aber auch im Sortiment haben. Das ist jetzt zum Beispiel eine Fox-Variante. Also das gibt es jetzt bei dir im Shop noch? Gibt es im Shop, gibt es bei anderen Händlern auch, gibt es überall. Das war praktisch das Ursprungsmodell von Fox.
Und jetzt hast du ja da so ein Midgard-Style, so ein fettes Teil draus gemacht. Man sieht hier schon, sieht man auch hier diese Jimpings wieder. Ja, ne? Du hast halt noch ein bisschen, ihr seht ja schon, es ist alles viel fetter, dicker, ja, gemacht. Prominenter würde ich mal sagen. Die Griffschalen sind die auch ein bisschen dicker, schau mal. Ja, die sind auch ein bisschen. Die Griffschalen sind auch ein bisschen dicker. Ja, sind ein bisschen dicker. Also das ist schon jetzt ein anderes Messer geworden. Die Optik ist natürlich noch dieselbe. Ja. Aber ist halt like Midgard bullig. Und durch das, dass wir natürlich jetzt hier Jimpings auf dem Flipper haben. Flippt das wie verrückt. Und die Klinge 6,1 mm hat, flippt das natürlich ordentlich. Ja, hier ist ein bisschen, weil das so glatt ist, aber geht auch. Geht auch. Ja, ja, aber das ist ja auch ein leichteres Messer. Also ja, ja, ja. Aber der flippt natürlich wie die Hölle jetzt, schon, gell? Ihr habt hier richtig geilen Grip und zacki-packi und dann ist das Ding offen, Kugel gelagert natürlich, mit einem richtig schönen fetten Stopp-Pin und Stahleinleger, ein Insert hier praktisch im Framelock wieder drin, sag ich mal. Ne? Hier sieht man das, da ist dieser Stahl-Insert, ja, damit die Klingenwurzel praktisch das Titan nicht abreibt. Schöner, elastischer Clip. Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Ich habe jetzt meins eine Weile dabei gehabt und bin da wirklich angetan von. Es macht auch wirklich Spaß, damit zu flippen. Ne? Die Optik ist natürlich nochmal einen Zacken schärfer als bei dem vorigen Modell. Gut, die macht ja immer so ein bisschen auch so, sag ich mal, taktischere Klingen. Mhm. Also gerade so ein bisschen im Harpoon-Style. Aber eben, deswegen passt ja auch deine krasse Klinge mit den Jimpings und mit diesem krassen Tanto auch ganz gut dazu. Ich finde es ganz geil. Also wie gesagt, mir gefällt auch hier diese Satinierung bei der blauen Version sehr gut. Ne? Das ist schon fast, ja, es ist schon sehr, sehr gut satiniert, fast schon spiegelpoliert. Ne? Und hier ist es schön matt gehalten, sage ich mal, ein bisschen taktischer. Gefällt mir auch sehr gut. Also es ist wirklich ein gut durchgestyltes Messer jetzt, was mir wirklich persönlich auch gut gefällt. Die alte Version gefällt mir auch. Ich habe auch so eins mit einer Droppoint-Klinge, sag ich mal. Und aber wie gesagt, wer es gerne ein bisschen fetter mag, so ein bisschen Tanto-Style, liegt mit dem Ding gleich wirklich gut drin. Wie gesagt, 150 pro Stück. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Ich würde mich beeilen, mir eins noch zu ordern, weil wir werden es auf keinen Fall mehr auflegen. Ja? Nur, dass das nochmal geklärt ist. Und ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ne? Wollen wir noch was wissen? Wir können mal noch die Klingenlänge gucken hier, wenn ich schon mal meinen Zollstock hier habe. Klingenlänge ist 9,5 cm. Die Gesamtlänge liegt bei 22,5. Und die Klingenhöhe ist so 3,2, 3,1. Ja, so 3,2 würde ich sagen. Und wie gesagt, 6 mm dick, N690. Und ja, da kriegt man ein gutes Messer. Was kosten die im Shop, Richard? 3,49? Ja, also der Preis ist dem geschuldet, weil wir extra Platten bestellen mussten in diesen 6 mm. Also M93 wäre zu teuer geworden, also mussten wir auf eine rostfreie andere Variante gehen. Ja. Lieferbar war nur der N690, der war aber in dem Fall fast so teuer wie der M93. Deswegen sind wir im Preis relativ hoch, aber es ist ein sehr seltenes, sehr spezielles Messer und die Liebhaber oder die Fans von Kuti und Midgards oder auch von Fox oder alle zusammen oder nur einzeln eben, die kommen da voll auf ihre Kosten. Es ist schon ein sehr schöner, gefräster Griff. Ja, der gefällt mir wirklich gut. Sehr, ja. Schöne, sehr, sehr schönes Muster, fühlt sich gut an und man hat auch wirklich was in der Hand. Also da ist richtig... So richtig ordentlich viel Messer dabei. Ein richtig großes Messer dafür. Man kann es auch gut in den Vorwärtsgriff nehmen hier, wenn man mal so feine Schnitzarbeiten machen muss. Auch das funktioniert ganz gut. So für feine Sachen. Kommt natürlich rasurscharf. Ich habe jetzt hier schon keine Haare mehr. Ja. Und ja, gibt es da noch was zu sagen? Wollen wir noch ein Jimpings Schlückchen und trinken? Jimpings noch ein auf den Jimpings. Jimpings auf den Jimpings. Ne? Wir trinken noch ein Stückchen. Meine Fresse, das Zeug schmeckt so geil, Alter. Wie spät haben wir es jetzt, Mensch? Ja, es ist zu früh. Kurz nach drei. Kurz nach drei. Und wir können schon nicht mehr arbeiten. Na gut, was hast du heute als EDC dabei? Also ich habe das neue Nordri jetzt immer dabei. Das haben wir auch im Shop seit Freitag. Du hast, glaube ich, schon länger im Shop. Das ist ja hier ein neues Balance, 149 Euro. Auch mit N690, 5 mm. Und das war noch ein Projekt vom letzten Jahr, was wir da geplant hatten. Und mir persönlich gefällt hat der Griff gut und gerade dieses dieses rot-schwarze G10, was bei jedem Messer individuell ist. Ja, ja, also ja, jedes, ja, Messer hat im Prinzip so ein bisschen anderes ich hab heute Farbmuster.
Das ist, also mir gefällt es gut. Ich, wie gesagt, es ist ein Balance-Modell. Ich habe es immer dabei. Hm. Ich habe heute 40. Ich habe heute einen Prototyp dabei. Den trage ich diese Woche schon mit mir rum. Ah, okay, das kleine ist, Ding da. Ja, das ist ein neues Projekt, wo wir gerade machen. Das ist so ein kleines Mini-EDC mit einer 3 cm langen Klinge. Unglaublich. Natürlich Einhand. Hm. Böse und gefährliches Einhandmesser. Hilfe, Hilfe. Und das hat einen neuen patentierten Verschluss, zeige ich euch mal. Hat ein Amerikaner entwickelt. Wir haben uns da die Rechte dran genudelt. Ne? Naja, also nur für ein für Modell. Ein Modell. Und wir machen ich fand das sehr geil, weil man das in schöne kleine Messer einbauen kann. Und wir haben jetzt hier noch eine Änderung gemacht. Wir machen den Clip noch auf die andere Seite. Ist ein bisschen besser wegen dem Verschluss. Und da hat man hier wirklich nur so einen kleinen Pin, den man nach hinten schiebt, und dann kann man das Messer auf und zu machen. Ne? Mehr ist das nicht. Ja. So funktioniert das. Und dann hat man hier noch feine Chimpings und dann hat man ein kleines, cooles Messer. Und es sieht auch noch cool aus, ne? Das Ding. Also wie gesagt, sieht aus wie ein Feuerzeug. Und das Ziel ist bei dem Messer eigentlich, dass man das außen am Gürtel tragen kann. Und da war nämlich dann eben der Fehler. Wenn ich das nämlich hier einklipse, dann schiebt sich der Hebler nach oben und die Klinge fällt hier raus. Deswegen haben wir gesagt, wir setzen den Clip nochmal um, weil das darf natürlich nicht passieren. Ne? Weil der Gürtel, das ist eigentlich ein Messer, was man so trägt nachher, unauffällig, am Gürtel, ganz easy. Eine geschlossene Box. Eine geschlossene Box sozusagen. Und dann hat man hier dann das Messer in der Hand. Und finde ich wirklich sensationell. Mir gefällt das, wenn man so draußen so ein Messer so einfach dran klickst, weißt du? Das ist so genau mein Ding. Na gut, also, das war's für heute. Oder willst du noch was loswerden, Richard? Nö, wir bringen demnächst, kommt noch mehr. Genau. Wir machen nächste Woche. Wir legen noch mal nach. Macht noch mehr Wein. Wir legen noch mal nach, trinken noch ein bisschen was. Nach Hause alle beiden. Ja, vielen Dank auch. Ja. Mit den Hühnchens bitte noch. Ja, ja. Nicht vergessen, meine Hühnchens. Die dürfen auch mit, gell? So, also, Leute, lasst uns ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr unseren neuen Mate findet oder unsere Messer. Prost. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Prost, Jungs.